Heute gibt es ein weiteres Airdrop Farming Update mit vielen Airdrops, die man jetzt bereits einsammeln kann. Es sind einige Themen hier mit drin, deswegen wollen wir direkt reinstarten mit dem aktuellsten und vermutlich größten. Ich habe dazu schon ein eigenes Video gemacht, hier in dem Fall Blast. Wer nicht weiß, wie der ganze Prozess funktioniert, schaut euch am besten dieses Video an. Man hat nur ein 30-Tages-Fenster, um den Airdrop zu claimen. Zum aktuellen Zeitpunkt vermutlich nur noch 27 Tage. Deswegen sammelt hier definitiv eure Token ein. Der Token tradet gerade ungefähr bei 2,1 Cent. Dann gehen wir weiter ins Injective-Ökosystem. Und zwar ist der Airdrop-Checker für Ninja Blaze Live. Also wer hier auf dem Testnet aktiv war, sollte jetzt hier sogenannte Boxes auf seinem Airdrop-Checker sehen. Und zusätzlich bin mir nicht 100% sicher, ob die NFTs, die man damals erwerben konnte, auch schon Einfluss haben in diesen Checker. Aber jedenfalls, wenn ihr im Testnet aktiv wart, solltet ihr hier sogenannte Boxes angezeigt bekommen, die dann vermutlich zum späteren Zeitpunkt, sobald deren Token live ist, Token enthalten werden. Dann von Injective gehen wir ins Solana-Ökosystem. Dort ist der Airdrop live für Zeta Markets. Man kann seinen Airdrop jetzt claimen, allerdings sollte man berücksichtigen, wenn man 7 Tage wartet, bekommt man 100% seiner Allokation. Wenn man davor claimt, bekommt man nur anteilig den Airdrop ausgeschüttet. Also seid euch dessen bewusst, wenn ihr auf deren Seite geht und euren Airdrop direkt haben wollt, dass ihr zum aktuellen Zeitpunkt nicht die volle Allokation bekommt. Von Zeta Markets weiter ins Mode Network. Hier kann man seine Airdrop-Allokation für Ironclad, die Lending- und Borrowing-Plattform, checken. Hier wurden allerdings meines Wissens nur die Top 888 Wallets mit reingenommen. Also wenn ihr viele Punkte auf Ironclad gesammelt habt und seit Anfang von Mode Network Farming auf der Plattform aktiv wart und natürlich auch eine gewisse Summe dort hattet, dann solltet ihr euch selbst in diesem Google-Dokument finden. Dann hier einfach mit Steuerung F hier nach eurer Wallet suchen. Der Token-Claim ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht live, aber ihr könnt hier schon mal eure Allokation einsehen. Dann gehen wir zurück ins Solana-Ökosystem und zwar gibt es hier in Zukunft einen Meme-Coin-Airdrop namens Holdium. Dieser wird unter anderem an bestehende Meme-Coin-Communities ausgeschüttet. Also man kann jetzt hier einfach seine Wallet mal connecten bzw. registrieren und dann je nach Punktzahl bekommt man dann hier eine Allokation ausgeschüttet. Ob das Ganze irgendwas wert ist in Zukunft, keine Ahnung. Aber vielleicht kann man hier Free Gas Money mitnehmen. Wenn wir nochmal kurz in die Übersicht drüber gehen, dann sieht man auch generell, wenn man auf Solana aktiv war, bekommt man hier bereits Punkte zugeordnet. Und wie gesagt, für Leute, die viele Meme-Coins auf dem Netzwerk halten, sollte definitiv eine größere Allokation hier vorgesehen sein. Dann ein weiterer Kosmos-Ökosystem-Airdrop, bei dem man jetzt seine Eligibility checken kann, und zwar für alle Atom-Staker. Snapshot hierfür war am 17.06. Wird vermutlich kein großer, da hier insgesamt über 784.000 Wallets eligible sind. Was ihr hier machen wollt, einfach mal eure Atom-Adresse hier unten reinpacken, dann auf Check and Confirm gehen und dann seht ihr, ob ihr euch für eine Allokation qualifiziert habt. Auch hier würde ich mit keinem großen Betrag rechnen, auch wieder Gas Money, die man hier durch den Airdrop von Aaron Network mitnehmen kann. Dann ein wichtiger Hinweis für alle, die Revy Wallet nutzen, und zwar geht die Season 2 jetzt am 30. Juni zu Ende. Solltet ihr noch nicht eure Punkte geclaimt haben, das man in der Extension beispielsweise machen kann, also wenn ich jetzt meine Extension hier mal aufrufe, dann geht ihr hier unten auf die Revy Points. Sollte dieser Stern immer noch lila sein, dann seht ihr, dass ihr eure Punkte noch nicht geclaimt habt. Also ihr klickt einmal hier drauf, könnt dann den Claim-Button betätigen, das ist in der Mitte des Fensters. Und wenn ihr hier beispielsweise noch den Code TRIPLED eingebt, dann bekommt ihr zusätzliche Punkte, ich bekomme zusätzliche Punkte. Win-win für alle in dem Fall. Ich denke, dass es noch mehrere Seasons gibt, aber man sollte definitiv jetzt seine Punkte hier für den Abschluss von Season 2 einsammeln. Dann wichtige News, was EtherFi angeht. Hier geht die Season 2 jetzt zu Ende. Der Eligibility-Checker wird zum 5. Juli online kommen. Claim des Airdrops wird zum 8. Juli stattfinden. In dem Fall ist der Airdrop diesmal linear, nicht wie der Airdrop Nummer 1, bei dem Mindestallokationen an alle Teilnehmer rausgegeben wurde, die eine Mindestpunktzahl erreicht haben. Nein, hier ging es wirklich im Wesentlichen darum, wie viel Kapital man in deren Liquid Restaking Token bzw. in Form des EtherFi Tokens gestaked hatte. Und demnach richtet sich hier die Allokation. Es gibt auch bereits ein Proposal für Season Nummer 3, bei dem nochmal 25 Millionen Token zur Verfügung gestellt werden. Also die Season 3 wird dann direkt im Anschluss weitergehen. Morgen kommt voraussichtlich ein Video, wie man das Ganze in Verbindung mit Scroll farmen kann, da sie jetzt auch eine Bridge auf das Scroll Network integriert haben. Dementsprechend, wen das interessiert, gerne morgen in das Video reinschauen. Zum Abschluss habe ich hier noch eine Quest für euch, für alle Xai Node Holder oder Leute, die generell für den nächsten Xai Airdrop farmen wollen. Dieser war ja beispielsweise in Season 1 sehr, sehr attraktiv, vor allem für die Node Holder und für Leute, die konsequent die Gaxi Quests abgearbeitet haben. Hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene Quests, vorwiegend Social Quests, die man abarbeiten kann, um hier verschiedene Badges bzw. Punkte zu sammeln, die dann letztendlich für den Season 2 Airdrop qualifizieren sollten.
Das war's für heute. Wenn ihr Fragen haben solltet, gerne einfach unter das Video oder am besten immer zu uns auf dem Community-Discord kommen, um sich auszutauschen. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da, denn ich bringe Videos auf fast täglicher Basis hier. In dem Sinne, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann.